Yo, und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch allen geht's gut. Und ja, heute machen wir mal wieder das gleiche wie immer. Wir schauen uns ein paar Goofy A-Memes und Clips an, die mir den Verstand rauben. Und heute ist mal wieder maximaler Sch*** dabei. Deswegen schnallt euch an und wir starten erstmal so richtig, richtig nice rein. Gönnt euch mal diesen coolen Fisch hier. Habibi, welcome to Dubai. Einfach der Fisch ist Araber. Wahrscheinlich hat sich den irgendein Prinz aus Dubai geholt und wahrscheinlich hat dieser Fisch auch mehr Vermögen als ich. Der ist schon Millionär, hat auch schon 5 Kinder, Autos, Häuser und könnte mein Leben kaufen, wenn er will. Super. Also wer auf dieser Welt nicht an Wunder glaubt, der wird jetzt eines Besseren belehrt. Dieser Mann hier sitzt seit 10 Jahren im Rollstuhl und schaut mal, was jetzt passiert. Nee, das ist nicht wirklich passiert, oder? Also manchmal können echt krasse Wunder geschehen. Auch wenn ich nicht glaube, dass das ein Wunder ist. Sondern dieser Schatz einfach nur so tut, als wäre er im Rollstuhl, damit er die Krankenkasse ausnutzt und die ganze Zeit Cash bekommt. Ein smarter Versicherungsbetrüger, wie er leibt und lebt. Wie stumpf er da einfach aufsteht und wegrennt. Als hätte er noch nie was anderes gemacht in seinem Leben. Auf einmal die Beine funktionieren wieder. Wow, was ein magisches Wunder. Der hat ja echt Glück gehabt. Kennt ihr diesen Spruch, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr? Und das stimmt meistens zu 90%. Meine Homies haben mir schlimmere Dinge angetan als alle meine Feinde in meinem gesamten Leben. Und genauso hat es ihn hier getroffen. Denn er hat eines dieser Stöhnvideos geschickt bekommen, während er in der Kirche sitzt. Er ist direkt rausgerannt, Mann. Er wusste, er kann jetzt nichts anderes tun, als einfach zu gehen. Einfach ganz schnell weg. Und am besten erstmal die nächsten Monate nicht wieder in die Kirche kommen. Ey, das ist wirklich gottlos, Mann. Mitten in der Kirche? An einem Ort Gottes? So ein Video? Na, Bro. Die haben den echt böse auseinandergenommen, Mann. Die hatten wirklich persönliches Problem mit ihren Homie. Was für ekelhafte Freunde. Aber gut, meine waren genauso. Die haben mich genauso hochgenommen. Da wurde wirklich immer bis zum letzten Maß alles ausgeschöpft, um mich abzuf***en. Wow, was eine geile Pizza. Und jetzt wird die schön in den Steinofen gepackt und dann knusprig angebraten. Oh mein Gott. Das hat einfach wehgetan beim Ansehen. Das hat mir gerade mein Herz gebrochen in zwei Teile. Der hat die Pizza doch eigentlich so gut vorbereitet. Und alles war gut geplant. Und dann... Und dann? Und dann das? Na, das hat die Pizza nicht verdient, Mann. Ab jetzt würde ich es auch lassen. Gut, dann gibt's halt keine Pizza. Scheiß drauf. Wenn mir das passieren würde, ich würde mich danach einfach ins Bett legen, traurige Musik anmachen und versuchen zu schlafen. In der Hoffnung, dass morgen alles besser läuft. Wenn das ein Italiener gesehen hat, der Bruder kocht gerade innerlich und rastet aus und bekommt gerade Lust, seine Frau zu schlagen. Sorry, ich distanziere mich davon, okay? Das war gerade nicht okay. Ich distanziere mich von mir selber und nehme das zurück, okay, liebes YouTube-Team? Das war nicht ernst gemeint. Puh. Chat, how does he do it? Okay, hier ist irgendein Streamer, der ein paar Michael Jackson Moves macht. How does he do it? Oh, what the f***? Ey, yo, ich glaube nicht, dass der Michael Jackson Move so ging. So hat das Jackson Michael nicht gemacht. Oh, what the? Der wollte nur coolen Dance-Move machen und hat jetzt sein komplettes PC-Setup zerstört. Finde ich eigentlich sogar noch krasser, weil Michael Jackson kann halt das. Aber kann Michael Jackson auch das? Ich glaube nicht. Ich glaube, meine Waschmaschine ist kaputt. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, wie kommst du da drauf? Also macht deine Waschmaschine vielleicht komische Geräusche oder wackelt sie hin und her oder funktioniert sie einfach nicht mehr? Ah, okay, sie rastet komplett aus. Gut. Die Waschmaschine hat eigenes Leben bekommen. Die wollte gerade abhauen. Die wollte gerade wirklich ihr Schicksal selber in die Hand nehmen und sich frei bewegen in der Wohnung. God damn, ich will nicht wissen, was sie gemacht hätte, wäre ihr Kabel noch ein bisschen länger gewesen. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ne? Aber so diese Ansicht davon, wie eine Waschmaschine hin und her wackelt und kaputt geht, keine Ahnung, aber das erfüllt mich irgendwie. Das trifft so genau meinen Humor, weil das einfach so random aussieht. Die geht komplett steil, Mann. Die macht Wheelie. Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist nein. Gut, wieder so ein Clip. Jetzt schauen wir doch mal, was der Bruder wohl vorhat. Mal schauen, wie er jetzt so die Mädchen aufrissen will. Weil das Schlimmste, was sie sagen kann, ist ja nein. Sicherlich ist das das Schlimmste, was sie sagen kann, ne? Sicherlich. Deswegen, trau dich, komm.
So this is the best thing to do if you walk past a group of women. Like, you are completely in if you do this. Ladies. Ew! Damn. Also ich habe mit viel gerechnet, aber ein das ist definitiv schlimmer als ein einfaches Nein. Das ist maximal schlimm. Mein Selbstbewusstsein wäre danach so hardcore im Keller. Ich würde erstmal für 2 Wochen nicht mehr irgendwie mit einer Frau reden wollen. Ladies. Einfach Ey, mach dir nichts draus, Champ, okay? Das war sowieso nicht die Richtige. Die war sowieso nicht auf deinem Level, okay? Die hat dich nicht verdient. Kopf hoch, Champ. Boah, ein Irr ist echt hart. Zum Glück habe ich sowas noch nicht erlebt in meinem Leben. Weil das würde mich, glaube ich, für ewig prägen. POV, Schulen in Frankfurt. Oh nein. Als ich dachte, wir könnten heute nicht noch mehr geistigen Dünches erleben. Ja, denke ich jetzt anders, nachdem ich diese Überschrift gelesen habe. Ich weiß ja jetzt schon, da kann mich nur Schlimmes erwarten. Ja, aber wieso machst du dann so eine Äußerung? Junge, weil sie zu mir jedes Mal, egal was ist, ja, egal, ich hab... Ey, wie redet die mit ihrem Lehrer? Chill doch mal, bisschen Respekt, okay? Der Typ will dir auch nur was beibringen und ich will gar nicht wissen, was vorher passiert ist, aber ich weiß einfach, dass sie schuld ist. Ich merke schon an der Redensart, an dieser Überschrift, ja, sie muss die Asoziale sein und den Lehrer einfach nur ab wegen irgendwas Sinnlosen. Wahrscheinlich, weil sie gerade hinten irgendwas gegessen hat oder gewaped hat oder am Handy war und der Lehrer das einfach bemerkt hat und sie darauf hinweist. Und jetzt sagt sie natürlich, was, du kleiner Wichser, du kleiner Lehrer, du kannst mir nichts sagen, ich wape hier, wann ich will. Ich bin alt genug, ich bin schon 16. Ich kann machen, was ich will. Egal was ist, Ken, egal. Ich bin grad schon, egal was. Du hast doch gesagt. Junge, mein Gott, die ganze Klasse merkt es, dieses Fach nicht. Schau, mein Gott, immer. Ich schwöre bei Gott, aber noch räumen. Oh Mann, ey. Und ihr müsst euch immer mal denken, bei solchen Gesprächen gibt's halt auf der einen Seite diese asoziale Frankfurt-Schülerin und auf der anderen Seite gibt es irgendeinen Lehrer, der 7 Jahre dafür studiert hat. 7 Jahre des Lebens hat er reingegrindet und hat so gehofft, das war so sein Traum, er kann später der Jugend etwas beibringen. Er ist verantwortlich für die neue Generation und er kann sie quasi leiten und ihnen gute Dinge beibringen. Und dann landet er in Frankfurt Hauptschule in irgendeiner Klasse, wo alle abgefuckt sind. Guck mal, die da hängen auch nur am Handy, keiner hört zu, der andere nimmt das gerade auf, macht TikTok davon. Ey, diese Lehrer tun mir so leid, ne? Ich glaube, Lehrer könnte in den nächsten Jahren definitiv mit einer der schlimmsten Berufe sein, die man auswählen kann. Aber trotzdem dicken Respekt an alle Lehrer, die sich dieser Aufgabe gewachsen fühlen. Ihr seid wirkliche Kings, Mann. Und Queens, natürlich. Ich will niemanden ausschließen, okay? Aber ich weiß ja sowieso, dass 99% von meinen Zuschauern Typen sind. Die müssen auch jeden Tag einen neuen Trend erfinden, oder? Man kann mittlerweile keine normale Frisur mehr haben. So, das ist ab jetzt uncool, weil es normal ist. Die bekommt einfach ihre Haare geschnitten mit einem Küchenmesser. Bro, damit mache ich eigentlich mein Chicken am Abend klein. Und der benutzt das für die Haare. Ach du heilige Scheiße. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Bro, du hast verkackt. Du hast wirklich hardcore reingegessen. Und die tut mir jetzt auch schon leid. Die hat noch gar keine Ahnung, aber wenn sie sich gleich umdreht... Ah, damn. Sie wird es bereuen, dass sie unbedingt zu diesem ausgefallenen Messerfriseur gehen wollte. Du brauchst dein Geld zurück. Definitiv. Der hat dich auseinandergenommen. Das sieht so scheiße aus. Die hier weiß auch schon Bescheid. Die wollte eigentlich als nächstes dran, aber hat nochmal Glück gehabt. Damn. Was eine gottlos geile Frisur ist das denn? Wow. Wenn ich das nächste Mal zu meinem Friseur gehe und er anfängt, meine Seiten auf Null zu machen mit einem Rasierer, ich sag, na, Bro. Nimm mal hier das Küchenmesser, was ich mitgebracht habe. Oder nimm hier noch diese Gartenschere, die ich habe. Oder hier, nimm gleich den Rasenmäher für meine Seiten. Only in New York. What the hell? Ich habe gerade so viele Fragen im Kopf, aber ich glaube, ich stelle sie einfach nicht. Es bringt doch sowieso nichts. Ich werde niemals eine Antwort auf diese Fragen bekommen. Wieso? Wieso? Und wie kommt man auch auf diese Idee, dass man einfach solche Ratten in seine Schuhe macht? Ah, na. Das gibt's wirklich nur in New York. Oder halt Frankfurt. Oder Duisburg. Aber sowas ist wirklich New York-Type. Die hat einfach 2 Ratten, die sie wahrscheinlich noch aus der Kanalisation gefunden hat. Hat sie einfach da reingepackt in ihre Schuhe und das sind jetzt ihre Begleiter. Ihr neuer Style. Ist das geisteskrank? Stellt euch mal vor, so erstes Date, ihr lernt irgendeine kennen, so ihr denkt so, wow, voll süß, Mann, ihr seid so am Viben, ihr habt vorher schon so jeden Tag stundenlang telefoniert, dann trefft ihr euch, Bro, sie trägt diese Schuhe.
Sie trägt einfach solche Ratten in den Schuhen. Ich würde natürlich sie begrüßen und nachdem ich das gesehen habe, Bro, umdrehen. Full Sprint weg. Ich würde rennen und erstmal für die nächsten Stunden nicht mehr aufhören zu rennen. This university transition program offers their students opportunities to further their schooling, including running. Bro! Wie viele Typen sind da auf ihrem Snapchat? Wer auch immer mit ihr gerade in der Kennenlernphase ist, einmal ein dickes F an einen gefallenen Bruder. Er weiß noch nichts davon, aber er wird bald fallen. Several micro-businesses on campus to learn real-world skills. This work is done by team members like Phil and Martin, who prepare students for the workforce as a job. Das hört gar nicht mehr auf. Mit wem snappt die alles? Die hat einfach gefühlt mit jedem Jungen aus der Stadt Kontakt. Ich wette sogar noch ein paar Typen, mit denen sie snappt, sind sogar noch in dem Stadion hier vor Ort. Also ich weiß jetzt nicht, ob das daneben ein Freund ist oder vielleicht auch ihr Lover. Aber Bro, she for the streets. Wer sich wirklich mit diesem Mädchen abgibt, ist selber schuld, wenn er nach einem halben Jahr in einer Psychose landet, weil ihm das Herz gebrochen wurde auf die eiskalteste Methode, die es gibt. Die braucht ja alleine schon nur 20 Minuten, um alle Snaps anzugucken, die sie in den letzten paar Stunden bekommen hat. Well. It's a great disc. Yeah, no, I think this is his best album, like, by far. Really? Oh, 100%. I know it's cheesy, but, like, these songs... Was redet der von Album? Das ist eine Pizza. Und die sieht köstlich aus, muss ich sagen. These songs are baked in my brain. I know them all by heart. You used to call me on my pizza. Erstes Date und er zeigt ihr sowas. Vertrau mir, er ist der Richtige. Ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Was geht denn eigentlich hier in diesem Video ab? Jeder Clip gibt mir irgendwie eine neue Psychose und einen neuen Fiebertraum, den ich durchleben muss. Was habe ich da gerade angeschaut? Einfach irgendjemand zeigt seinem Date seine Lieblingsschallplatte, die eine Pizza ist? Sein Plattenspieler ist ein Pizzakarton? Was passiert hier? You used to call me on my pizza. Gut, alles klar. You can call me on my pizza. Und meine lieben Damen und Herren, ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Ihr seid wirklich die Allergeilsten. Und ja, wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt auch Lust habt auf so einen geilen Slice Pizza, dann gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.